jetzt kommen die ganzen... Boah, wie viel denn noch davon? Meine Güte, da kann man ja gar nichts machen. Boah. Mit diesem Kistenkack und sowas. Nee, 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 nee. Weil die reißen mir laufen die slower weg hier. Boah, und jetzt kommen die Speedies und rennen alle rein. Na super. Jetzt haben wir noch ein Herzchen und dann war's das auch. Ist ja auch schon Level Welle 5. Und dann war's. Tschüssi, dann bis zum nächsten Mal. Na toll, und ich dachte dezent, vielleicht wir könnten es doch mal schaffen. Aber nein, warum denn auch? Aber na gut, wir kommen jetzt Rätsels Lösung immer näher, würde ich sagen. Ach man, das nervt mich, dass ich da vorne keinen hinsetzen kann. Was soll denn das? Nee, nee, nee. So, also die haben da dezent nichts gebracht. Also setze ich einen hier hin, einen da hin und einen dahinter. Vielleicht hier schon einen Bogenschützen. Der ja schon wesentlich, ne, während sie hier rantraben, drauf schießen kann und dann, ja. Schon ein wenig Schaden fabriziert. Jetzt gib aber mal Ruhe, du Löffelchen, du. So. Sorry, ja, ich hab so ein wenig gegen meinen Löffel gedallert und hab dann die Tasse weggestellt, damit es nicht nochmal passiert und dann dallert das Löffelchen so rum. Aber na gut. Ich glaube, damit könnt ihr auch leben oder so. So, dann setzt mal hier noch ein Vergiftungspfeil ein und seid hier auch nochmal. Ja, wunderbar. Und vielleicht, wenn es geht, hier nochmal ein Slower oder so. Aber ihr seht schon, das ist schon extrem, ne, was hier los ist in dem Sinne. So. Der erste mit seiner Kiste ist wieder weggeflutzt. Den haben wir nämlich besiegt. Und der kam gar nicht ran, weil wir ja hier oben schön stehen. Ich finde es auch gut gemacht, weil gerade die Indianer haben ja gerade durch ja, List und Tücke quasi meist gekämpft. Dass die so ein wenig auch immer aus dem Hinterhalt kamen oder auf Fallen gestellt haben oder sowas. Und doch sehr strategisch auch waren, ne, in der Sache. Da zückt er sein Schwertchen. Nee, nee, was soll denn das? So, hier hätte ich gern dann nochmal so einen Vergiftungspfeiler. Ah, da kommt der Pirat wieder angerannt. So, und jetzt kann er hier eigentlich dezent auch hier vorne schießen. Und hier nochmal ein Slower rein und ja. Mal schauen, mal schauen. Also bis Welle 2. 2 sind wir erst. Hallo? Haben wir noch keine allzu großen Probleme. Noch. Wobei ist ja auch immer so, na, was setzt man als nächstes ein? Ne? Nehme ich noch einen Slower dazu oder nehme ich einen, der Schaden macht oder keine Ahnung. Tja. Schubidubidubi. Hallöchen. Oh, er hier oben ist schon wieder angefressen. Dezent gleich nach hinten stellst, dann könnte ich da auch einen Schamanen hinstellen, der ihn wieder heilt. Aber erstmal soll er schießen, weil wenn ich ihn jetzt umschubse, dann dauert das wieder 100 Jahre, bis er wieder anfängt rumzuschießen. Aber man hat überhaupt keine Zeit dazu, den irgendwie hinzustellen, umzuschubsen oder sonstiges. Eieiei. Sehr schön. Na, Fliege, geh mir weg. So, jetzt mache ich es einfach, weil er rennt ja jetzt da hinten hin. Und dann setze ich hier einen Schamanen hin, der ihn wieder hochhält, weil er kriegt auch eine Menge an Dings ab. Ne? Also vielleicht noch einen Slower hier hin. Und dann vielleicht hier hinten nochmal einen Bogenschützen. Oder auch gerne, nee, zwei Bogenschützen, wenn es geht. So, und dann vielleicht hier nochmal ein paar Slower.
Tja, und da war's das wieder mit dem Gold. Und wir kommen zu Wave 3. Naja, an sich stehen die schon nicht schlecht. Weil du stellst dich dahin. Manchmal ist gar nicht schlecht, wenn man die so ein wenig auseinanderstellt, weil wegen diesen schönen Fassleuten und so was und Vergiftern. Wenn die natürlich auch eine ganze Truppe treffen, die alle zusammenstehen, dann vergiften sie natürlich gleich alle. Komm mal ein bisschen nach vorne, hä? Und du hier vielleicht auch noch, dass ihr schon früher schießen könnt. Das ist schon mal gut. Also bis Welle 4 haben wir es schon mal so mal gut geschafft, muss ich sagen. Dann kann ich hier noch einen Slower hinstellen. Ja. Das ist gar nicht mal schlecht. Ja. Noch 25 Sekunden, dann kommt die große Welle. Dann sollte ich vielleicht noch ein wenig hier aufrüsten. Dezent. So. Aber jetzt haben wir auch schon wieder kein Gold mehr. Vielleicht hier noch ein Slower hin, wenn es geht. Dass die da nicht so schnell hochkommen. Wobei die natürlich ebenerdig stehen, ne? Also muss man ja auch bedenken. Aber dadurch, dass sie hierher schon geslowt werden und dann von denen hinterher, könnte es doch durchaus sein, dass sie einfach mal ja Glück haben in dem Sinne. Eieiei, aber guckt mal, wie viele das sind, ne? Also es ist doch dezent ein wenig viel. So, und jetzt kommen die mit den Kisten. Ah, einer hat's geschafft und jetzt. Och nee, leck mich deine Füße. Wie viel soll ich denn da noch hinstellen? Hallo? Yeah. So, auf der linken Seite kommen sie jetzt durchgerannt. Na super. Ach, und einer hat es schon wieder geschafft. Naja, gut. Aber vielleicht kriegen wir es diesmal auch hin. Dachchen. Dass wir wenigstens die hier noch aufhalten, weil die sind ja eh schon sehr langsam und werden jetzt natürlich auch extremst geslowt. Dann packen wir noch einen Slower hin und dann sollte das eigentlich funktionieren. Juhu! So, und wir haben noch 24. Oh ja, ich glaube, die kommen nicht mehr weit. Also, ne? Und der letzte. Hey! Dann haben wir die Level doch noch geschafft. Meine Herren, wer hätte es gedacht? Und wir haben noch 3 Herzen von 4 übrig. Naja, immerhin 2 Sterne. Wir hatten ja auch schon mal weniger, habe ich gehört. Also dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Level wieder. See you later.